sind ganz junge Chercher an nach unerfuhren. Ich meine, dass das, wenn ich wirklich wissenschaftlich schaffen will, das hat immens viel Arbeit und Energie erfordert. Auch, dass es an den Archiven immens viel interessante Dokumente gibt. Ich kann sowieso schätzen, weil das sind Sachen, die ich wieder nicht kann tun, Dokumente, die noch nicht unbedingt mit denen noch konfrontiert wird. Themen, mit denen sich normalerweise nicht unbedingt befasst, wie gesagt, der Erste Weltkrieg, das wird zuletzt von quasi gut behandelt. Das ist auf einem wissenschaftlichen Punkt wie die ganze Methodik. Ich muss so, dass ich viel in meinem Studium am Anfang nie an ein Archiv fahre. Das ist, das sind noch neue Erkenntnisse, die ich da gewonnen habe, wie ein Institut dort geht, wie ich so recherchen möchte, wohin ich sich wende. Schon noch gelernt, dass ich nicht ganz diszipliniert bin. Dass ich immens viele Dokumente sammeln, nicht unbedingt gucken, ob es relevant ist oder nicht. Und dann habe ich einen riesen Bisch von Dokumenten. Ich weiß nicht genau, was damit aufhängt. Natürlich muss ich auch ein bisschen mehr rigoros arbeiten, mich mehr organisieren. Natürlich, auf einem persönlichen Niveau, habe ich auch immens viel beigelernt.